Nach langem Hin und Her begann heute die Umpflanzung der Platanen in der Mindener Innenstadt. Kurzfristig hatte sich die Verwaltung aufgrund der günstigen Wetterlage zu diesem Schritt entschieden. Ja, heute werden wir die ersten Bäume umpflanzen. Ich denke, dass wir heute 3 bis 5 Bäume schaffen. Das hängt ein bisschen von den Umständen ab und wie schnell wir gerade beim ersten Baum sind. An dem lernen wir ja, wie es am besten geht. Beim zweiten Baum wird es schneller gehen als beim ersten. Zielgröße wäre für mich, 4 Bäume heute umsetzen zu können. Eigentlich wollten die Grünen den Umzug durch ein Bürgerbegehren verhindern. Am Ende reichte die Zeit aber nicht aus. Trotzdem ließen sie sich es nicht nehmen, noch ein letztes Zeichen gegen die Aktion zu setzen. Wir haben heute beim Beginn der Aktion, der Umpflanzaktion, symbolisch eine Fußfessel um 4 Platanen gelegt, um damit kundzutun, wir wollen diese Umpflanzaktion nicht. Konnten aber das nicht verhindern, weil das rechtlich natürlich einwandfrei ist. Aber wir hätten gewünscht, dass das Bürgerbegehren zu Ende hätte geführt werden können. Der Bürgerwille ist hier sträflich missachtet worden. Neben der Protestaktion der Grünen kam es während der Arbeiten nur zu kleinen Zwischenfällen. Die Mindener Verwaltung rechnet damit, dass die Arbeiten in den nächsten 2 Wochen abgeschlossen werden können.